Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Planet Zoo hier bei Metalizer. In dieser Folge brechen einige Tiere aus, wir holen uns dafür aber neue Tiere und ja, es wird schön. Viel Spaß, euer Metalizer. So, der Tapir. Wieso hat der ein niedriges Wohlbefinden? So viele ausgewachsene Tiere, das kann doch eigentlich nicht sein. Er ist doch nicht ausgewachsen. Ah, doch, der Zähler ist ausgewachsen. Okay. Ach. Okay, wir waren live dabei, wenn er wieder ausgewachsen ist. Das heißt, wir lassen den jetzt mal hier drin, glaube ich, oder? Ja. Und verfrachten hier Ichtaka mal weg hier aus dem Gehege. Niemand behauptet, dass der Mutter jetzt die Mutter mit dem Sohn und so, das hat niemand gesehen, falls jemand fragt. Wir gucken mal, ob wir Tierhandelszentrum, schauen wir mal eben hier. Ja, wir können ihn für 5 freilassen, das machen wir jetzt auch mal. So. Aber ich glaube, auf dem Tiermarkt hätten wir, glaube ich, dafür nicht mehr so viel bekommen. Wir gucken mal, dass wir die nächsten, die wir jetzt uns ranzüchten, da ein bisschen besser funktionieren. Den lassen wir auch nochmal frei hier. So, freilassen, zack. Und dann soll es mit dem Wohlbefinden auch wieder passen. Ich habe im anderen Zoo, im Offline-Zoo, habe ich 2 Gehege gemacht. Also für die, dem einen Gehege hatte ich Pfauen und Zebras. Und immer wenn die Kinder gekriegt haben, also die Nachwuchs gekriegt haben, habe ich den gesamten Nachwuchs einfach in so ein zweites Gehege reingepackt, um das ein bisschen besser zu trennen, zu sortieren. Das hat sehr gut funktioniert. Vielleicht machen wir das hier auch nochmal irgendwann. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass die Rappenantilopen sich hier wohlfühlen. Mir gefällt diese Ecke hier, gefällt mir noch nicht. Die werden wir jetzt mal ein bisschen anpassen. Ups. Ja. So passt das. Das war der Plan. Gehege 99%. Sauberkeit. Okay. Sauberkeit und stabiler Rückzugsort. Die behaupten also, sie haben immer noch keinen stabilen Rückzugsort hier. Beziehungsweise nur zu 99% erfüllt. Also für mich ist das halt super, ein super Rückzugsort. Das ist halt versteckt, nicht unbedingt. Also ich verstehe halt nicht, warum die jetzt hier so einen Stress deswegen machen. Aber naja, die Rappenantilopen konnten mit anderen Tieren zusammen. Und zwar wollten wir mal gucken, ob wir davon welche finden. Genau, die Springböcke. Gucken wir mal, ob wir Springböcke finden. Diese Kaffernbüffel, die sind immer hier. Und die Elefanten sind halt schweineteuer. Ist halt übel. Also, da geht kein. Also, da braucht man 2100 für einen Elefanten. Und der niedrigste ist bei 1570. Also, das ist halt. Boah, das ist halt übel. Deswegen fangen wir lieber klein an. Und suchen mal nach Springböcken. So, Filter auf den Preis und zwar maximal mal 300. Wir gucken uns mal zuerst das Bargeldverzeichnis an. Hier ist einer 150, den nehmen wir mal mit. Hier ist noch ein Männchen, da können wir auch nochmal aufnehmen hier, der ist günstig. Weibchen, ja, den können wir auch mitnehmen. Sonst ist hier nicht viel, ne? 125, ich glaube, es geht los. Hier ist noch einer für 5. Oh, Fruchtbarkeitsgen 0. Nein. Ja, aber Größe 100, ne? Wir gucken einfach. Wir gucken einfach, ob wir das vielleicht schaffen. Die hochzuziehen. Gut, und die setzen wir jetzt hier mit rein. Dann haben wir die Rappenantilopen und die Springböcke. Oh, ein Tier ist entkommen. Was? Wo ist hier ein Tier entkommen? Wie ist das denn hier rübergekommen?
Was ist denn da los? Wie ist der denn jetzt hier? Wie ist denn der da rausgekommen? Von wo? Ja. Wo kommentiert, ne? Oder machen Sie einen Notfall, komm. Notfall, zack. Bewegen Sie jetzt hier wieder zurück. Also, wie das da rausgekommen ist, wir wissen es nicht. So, aber die ersten Springböcke sind da. Und wir schauen mal, was die so brauchen. Das Gelände sieht gut aus. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Umgebung passt auch. Ja, wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr Gesellschaft hier. Und dann gucken wir mal im Gehege eben, was unsere kleinen Springböcke denn so brauchen, was sie gerne machen. Ich glaube, da haben wir schon alles drin hier. Wir bauen aber hier nochmal einen mittleren Futtertrog. Warum platzieren wir hier hin? Und dort auch nochmal. Dann soll das hier sogar schon passen. Dann können wir auch direkt die Forschung dafür anschmeißen. Springburg. Zack. Und die Springböcke. Wahrscheinlich die soziale Population sollte reichen. Alter. 90. Bis zu 90 Stück. Gäste können Gehege betreten, ja. Das ist natürlich cool. Natürlich blöd, dass wir es mit dem Reppenantilopen jetzt zusammen haben. Dann brauchen wir vielleicht nochmal irgendwann ein extra Gehege. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wenn das die soziale Gruppe aus bis zu 90 Tieren bestehen kann, dass dieses Gehege bald sehr voll sein wird. Ich sehe es kommen. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne sehr, sehr Schlimmes. Vor allem, wenn die sich anfangen zu vermehren. Dann wird sie ja also, boah. Dann müssen wir aber mal ein richtig schönes, großes Gehege bauen und dann packen wir da auch mal so einen Jeep rein und so, der durchfährt. Und was sagen unsere Tapire denn hier eigentlich? Die könnten sich eigentlich auch mal langsam mal fortpflanzen, würde ich mal behaupten. Ja, ach so, oh Gott, ja, da haben wir keinen Weg hin, ne? Das ist wahrscheinlich das Problem hier. Wege... Jetzt vielleicht? Er wird ja jetzt rüber transportiert. Mit ihm hier? Ich glaube, wir bräuchten nochmal einen neuen Tier. Weil wir haben zwei Stück haben, das sollte eigentlich reichen. Was macht denn die Technikforschung? Gar nichts macht die Technikforschung gerade. So, die sollen wir hier in die Souvenirläden mal reingehen. Gucken wir uns jetzt mal hier die Springböcke an. Ach, die sind ja süß, die sind voll klein. Die sind doch ausgewachsen eigentlich. Ja. Hier wird sich hier. Oh, die haben sich lieb. Oh Gott, die haben sich lieb. Da muss man aufpassen. Wenn sie jetzt. Ja. Die ist schwanger. obwohl er hier eigentlich, der Pumba, der könnte eigentlich gar nicht mehr, oder? Also eigentlich dürfte er nicht mehr können, dachte ich eigentlich. Naja, aber er kann wohl doch noch. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Stress. Ja gut, okay. Nach so einem Paarungsakt ist ja meistens, dass man so ein bisschen Rückzugsort braucht und ein wenig Ruhe braucht. Von daher absolut nachvollziehbar. Dass sie sich da so ein bisschen entspannen. Und ich tippe mal darauf, Nachwuchs erwartet. Ach, das ist die Rappenantilope, die Nachwuchs erwartet. Ja, die, oh Gott. Da geht es auch ordentlich ab. Gut, wir kopieren uns das Gebäude hier nochmal. Packen das jetzt hier als neuen Rückzugsort nochmal hin. So, zack. Damit die nochmal einen weiteren Rückzugsort haben. In der Hoffnung, dass es das irgendwie dann passt. Gehege. Oh, 92% Rückzugsort.
Also, ich glaube, wir müssen das Gehege wirklich noch ein bisschen größer ziehen demnächst. Um einfach Rückzugsort für alle Tiere hier zu schaffen. Wir könnten natürlich mal versuchen, ob wir den Baum hier irgendwie hier hinstellen können. Oder ob das denen jetzt zu viel ist, ob die sagen, oh Gott, nein. Passt gerade noch. Okay. Sehr gut. Die fressen hier einfach so, alles klar. Malen wir es nochmal mit kurzem Gras nochmal rüber. Ja, und jetzt schwebt das Essen hier in der Luft. Naja, gut, okay. Aber es sieht jetzt halbwegs annehmbar aus. Gut, unsere Tapire. Ah, wir können mal die Mandrillen nochmal gucken. Ah, hier wurde auch Nachwuchs zur Welt gebracht. Was ist denn der Nachwuchs? Der hier? Ja, 0,1 Jahre alt. Ein Weibchen. Amina. Wow, relativ gute Werte. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Da geht auf jeden Fall noch was. Das heißt, bei Mandrill ist auch ordentlich Action. Die Springbock-Forschung läuft auch und auch die Souvenirläden müssten eigentlich bald fertig sein. Wir müssen Zeit vorspulen. So. Wir haben etwas freigeschaltet. Souvenirläden. Also ein neues Design für die Souvenirläden. Ich sagen, forschen wir gleich nochmal weiter hier. Das ist der Momento. Und jetzt können wir auch gleich nochmal Heads Fantastic und mal. Das ist schon nice. Wenn ich gerade. Das ist der Momento hier. Okay, das heißt, wir bräuchten erstmal den kleinen Laden hier. Einfach so. Kommt hier rein. So. Und dann packen wir den Justin Momento. Wo ist er? Hier mit rein. Wieso sitzt jetzt hier einer? Hier sitzt jetzt einer drin, oder was? Warum das denn? Okay, interessant. Just a Momento 2? Haben wir schon davon einen? Nee, ne? Eigentlich nicht. Naja. Was gibt's denn hier überhaupt zu kaufen? Schönes. Gucken wir mal. Wir haben Kuscheltiere, Bilderbuch, ein T-Shirt, ein Aufnahmepaket, okay. Ja. Gut. Das macht auf jeden Fall, kriegen wir da ordentlich Cash. Das gefällt mir. Dann können wir mal gucken, dass die Mitarbeiter, also die einzelnen Verkäufer, dass wir die jetzt einmal befördern. So. Die wollen natürlich mehr Geld. Kriegen die natürlich auch, weil sie gute Arbeit machen. Und die zufrieden und glücklich sein sollen. Sicherheitschef kriegt auch noch mal ein bisschen mehr. Okay, kriegt ein bisschen viel mehr. Ach komm schon, wie viel willst du? Okay, 400. Gut, den befördern wir auch gleich nochmal weiter. Der hier kriegt 1600 kriegt der jetzt. 600. Der kriegt 2100. Und dann reicht das ihnen auch schon. Also es ist relativ simpel gemacht, da kann man relativ schnell die Gehälter anpassen und die verlangen eh immer dasselbe. Also von daher, angepasster Lohn. Angepasster Lohn ist der beste Lohn. Hier kriegt jeder das gleiche Gehalt. Gut, wir sollten mal eine kleine Überwachungskamera nochmal hinstellen hier, an die Toiletten vielleicht ran oder so. Also nicht in die Toiletten, sondern an das Gebäude der Toiletten. Ja, vielleicht, weil hier das Toilettenschild ist natürlich ein bisschen doof. Kann man das hier im Baum reinhängen?
klappt nicht so gut, ne? Wobei, Moment. Also einfach so mit X. Dann ziehen wir das jetzt hier hin, so. Hier nach oben noch. Fällt noch gar nicht auf. Das sieht komplett natürlich aus. Kamera da oben. Wie ich jetzt auswählen könnte. Ich wollte eigentlich die Kamera auswählen, verdammt. Mm-hmm. Müssen wir irgendwie auswählen können, die Kamera, oder? Inspektoren ist gekommen. Oh oh. Hm. Okay, platzieren wir den Baum erstmal kurz um. Denn jetzt. Ah, die Kamera hat auch keinen Strom gerade. Ah, okay. Dann brauchen wir vielleicht doch nochmal einen neuen Stromgenerator. Und zwar kommt der. Dann so hier hin. Brauchen wir noch einen Mitarbeiterweg? Ja, den Mitarbeiterweg bauen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, sagt der Metalizer. Woo! Und diesmal sind noch nicht ganz viele Tiere rausgebrochen. Fantastisch, oder? Also es geht spannend weiter mit tollen Mitarbeiterwegen, noch mehr Tieren und wesentlich mehr Action. Wenn es dir gefällt, lass einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten und über einen Kommentar freue ich mich auch. Ciao, ciao.